Evelyn versuchte es mit Kalorien. Ed! Keine Zeit, Schatz. Das Spiel ist fast vorbei. Ich muss unbedingt noch das Ende sehen. Sie versuchte es mit Verführung. Wenn ich dir nur in Zellophan gehüllt die Tür geöffnet hätte, würdest du dir dann trotzdem das Baseballspiel ansehen? Nein, Schatz, ich würde dich vermutlich in die Klapsmühle stecken. Was wir wirklich brauchen, ist die Emanzipation der Südstaatenfrauen. Aber das ist ein Widerspruch in sich, nicht wahr? Ich habe auf diese Lücke gewartet. Finden Sie sich damit ab, Lady. Wir sind jünger und schneller. Dann... Hallo. Lernte sie eine neue Freundin kennen. Mrs. Cleus Redgood. 82 Jahre alte Witwe, das müssen Sie sich mal vorstellen. Eine gute Freundin. Ich verstecke überall im Haus Schokoriegel. Ein Schokoriegel wird Ihnen nicht schaden. Einer nicht, aber 10 oder 11. Die ihr einen Rat gab. Sie brauchen ein paar Hormone. Und die ihr eine Geschichte erzählte, die sich vor vielen Jahren ereignete. Sagt der Name Igis Redgood Ihnen etwas? Nein, Ma'am, ich glaube nicht. Sie würden sich an sie erinnern. Ichi und ihre Freundin Ruth haben das Whistle-Stop-Café betrieben. Ichi war vielleicht eine Type. Wenn sie noch einmal schlagen, bringe ich sie um. Hey, dem habe ich ganz schön Angst eingejagt, was? Wie jemand aber glauben konnte, dass sie diesen Mann ermordet hat, ist mir ein völliges Rätsel. Sie können mir nichts vormachen, Girly Girl. Sie stecken ganz schön tief in der Klemme. Hat irgendjemand wirklich geglaubt, dass sie es war? Manche meinten ja, manche meinten nein. Oscar-Preisträgerin Kathy Bates. Nun, ich bin ausgerastet und es war klasse. Tuwanda! Tuwanda! Und Oscar-Preisträgerin Jessica Tandy. Wie viele von diesen Hormonen haben Sie genommen, Schätzchen? Sie haben Ed doch nicht etwa umgebracht, oder? Ha, noch nicht. Überraschung! Ich fühle mich besser, denn all diese Menschen werden so lange leben, solange man sich an sie erinnert. Freunde, beste Freunde. Ja, Ma'am! Was machen Sie denn da? Hört euch damit ab, ich bin älter und viel besser versichert. Grüne Tomaten. Wer das Leben genießen will, muss das Rezept kennen.